Leute, mein Name ist Otzersee und willkommen zu Factorio, meiner zweiten Serie Factorio. Wir spielen dieses Mal Warptorio. So. Wir brauchen Strom. Teilen wir hier mal ein paar Fläschchen. Verbinden den Strom. Ein Geschützturm. Kohle. Vier Stück. Schützturm. Schützturm. Kupfer. Schützturm. Und dann schauen wir mal, was sich in der Umgebung so finden lässt. Letztes Mal hat sich... Okay, was brauchen wir denn? Ja, die Produktivität könnte noch ein bisschen besser sein. Letztes Mal hat sich gezeigt, das Zerstören von Nestern wirkt sich positiv aus. Bin mir nicht sicher, ob ich diesen vier Nestern hier Herr werden kann. Das letzte Mal hatten wir nur ein 3 Nester Ansiedelung. Zu kommen, dass wir dem Wurm nicht in der Schusslinie stehen. Und das braucht einiges an Munition. Wieder vier Nester und hier haben wir 2 Würmer. Das letzte Nest, da muss ein Wurm weg, damit wir da rankommen. Ja, das funktioniert.
Da hinten scheint schon das nächste Nest zu sein. Hier unten ist noch eins. Eins nur mit einem. Das schaffen wir. So. Dann müssen wir zurück in unsere Bar. Munition nachladen. Schmelzen leeren, Kohle nachlegen, Eisen nachlegen. Da unten ist Kohle ausgegangen. Okay, dann schauen wir mal hier. Da geht Eisen rein. Eisen rein. Eisenerz. Da geht Eisen rein. Stein rein. Da füllen wir mal auf. Hier noch 100 Platten rein. Hier 100 Platten rein. Dann wird das schon funktionieren. Die 30 Minuten, die wir jeweils hier auf einem Planeten sind, die sind momentan recht gut. Solange wir hier ein solches Setup haben, um die Ressourcen abzubauen, das ist recht schnell aufgestellt. Wir brauchen keine Förderbänder. Das heißt, der Trade-off, dass wir auf- und abbauen müssen, ist nicht allzu hoch. Wenn wir dann elektrische Förderer mit Förderbändern und Schmelzen haben, dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich kann... Ja, die Förderer kann ich bauen. Aber... Ich sehe den Mehrwert derzeit nicht. Wir brauchen nur Strom. Sie produzieren vielleicht etwas weniger Umweltverschmutzung. 12 die Minute, 10 die Minute. Ja, aber wie gesagt, dann brauchen wir auch Förderbänder. Wir brauchen eine Schmelze. Und das Auf- und Abbauen ist recht zeitintensiv.
drum. Solange wir nicht wirklich eine gute Lösung haben, um dem entgegenzuwirken, sprich unsere Abbaugeschwindigkeit müsste schneller sein, oder wir müssen mindestens einen Teil der Infrastruktur hier auf unserer Plattform oder irgendwo im Keller haben, so dass wir diesen Teil dann stehen lassen können. Und dafür sind wir noch zu wenig weit. Aber das wird alles noch kommen. Schauen wir, dass uns die Kohle hier unten nicht ausgeht. Wäre schade. Und übrigens, lass mich doch mal unten in den Kommentaren wissen, was ihr an Factorio am meisten mögt. Welche Modpacks? Welche Spielart haben? Ich überlege mir auch, was wir als nächstes forschen. Schaden. Kann nicht schaden. Braucht ein paar rote Fläschchen. Was ich mir auch überlege, ist, ob ihr allenfalls Interesse an einem Livestream hättet. Muss ja nicht unbedingt Factorio sein, wie ihr vielleicht von anderen Videos auf meinem Channel seht, spiele ich auch Minecraft und Oxygen in Not Included. Aber es könnte durchaus auch ein anderes Spiel sein. Hier auf dem Channel hatten wir schon FTL Faster Than Light oder Game Dev Tycoon. Ein kleines witziges Spiel. Oder ich könnte mir auch vorstellen, OpenTTD zu spielen. Ist ein transportbasiertes Spiel. Basiert eigentlich auf Railroad Tycoon. Also, wenn ihr da irgendwelche Präferenzen habt, lasst mich das ebenfalls in den Kommentaren wissen. Keine Versprechungen, aber ja, mich würde mal eure Vorlieben interessieren. Wahrscheinlich mögen wir nicht mit dieser Forschung durch auf dieser Welt. Ist doch eine etwas aufwendigere. Ah.
aber wir werden sicher etwas Fortschritte machen. Sind bereits bei 9%. Bald haben wir auch 100 Ziegelsteine. Okay, die Umweltverschmutzung nimmt zu und wir sehen da nicht alles, was so abgeht. Offenbar verirren sich ab und zu mal Aliens in unsere Richtung. Da haben wir ein Nest. Komme ich ran ohne... Nein. Dann lasse ich das sein. Denke, wir werden es auch so schaffen. Vielleicht legen wir hier etwas Munition rein, um sicher zu gehen, dass sie uns nicht ausgeht. Denn das wäre wirklich schade, wenn wir uns verteidigen könnten, es uns aber an der nötigen Munition mangelt. So. Hier auffüllen, da noch was rein, das sind unsere 100 Steine. Geben wir die hier rein, zu dem Stahl. Wir hatten doch, ja, wir hatten Bergbauproduktivität geforscht und jetzt ist es so, dass die befeuerten Erzförderer mit den einfachen Schmelzöfen gut Schritt halten können. Was auch bedeutet, wir brauchen nicht so viel Erzförderer, was wiederum bedeutet, wir produzieren nicht so viel Umweltverschmutzung, was den Aliens wiederum zugute kommt. Oh, gerade noch geschafft. Und dann denke ich, müssen wir mal hier nachlegen. Unteren beiden haben etwas mehr bekommen. Minuten haben wir noch Zeit hier auf dieser Welt. Doch investieren wir noch etwas Eisen in Stahl. Okay.
auch schon fast ein Viertel der Forschung durch. Und ich verfolge hier eine ähnliche Strategie wie das letzte Mal, als ich das alleine gespielt habe. Primär fokussiere ich mal auf Verteidigung, also Schaden. Und dann schauen, dass wir die Forschung weiterbringen. Und ich denke, das erste große Ziel dürfte dann effektiv die Lasertürme sein. Mit der verknüpft mit Atomkraft, sodass wir auch die Möglichkeit haben, die Lasertürme mit Strom zu versorgen. Denn das, was wir hier haben, ist nicht wirklich langfristig brauchbar. Das braucht einiges an Kohle. Und solange wir nur einen Dampfkessel haben oder einen Boiler. Okay, Vierergruppen können wir auch schon erledigen. Solange wir nur einen Dampfkessel haben, verbrauchen wir nicht allzu viel Kohle. Aber je mehr Strom wir verbrauchen, umso mehr müssen wir da dranhängen. Und irgendwann geht sich das nicht mehr aus. Aber wir schlagen uns recht gut hier durch. Wir sehen mehr Eisen, als wir brauchen, denke ich mal. Wir produzieren 109 die Minute, verbrauchen 116. Das ist immer so in Wellenform. Okay, anscheinend verbrauchen wir mehr Eisen, als wir produzieren. Hängt vielleicht mit der Stahlschmelze zusammen. Denn die frisst einiges an Eisen. Okay. Platzieren wir einen zweiten Turm daneben. Das sollte das Problem lösen, bis wir von hier verschwinden müssen. Hier unten auch. Ah, da wurde ein Turm zerstört.
Hier gehen sie nicht dran. Ich werde mal hier nebendran noch einen Turm platzieren, weil ich einen habe. Das sollte helfen. Oben hat ein Turm keine Munition mehr. Habe ich noch rechtzeitig gemerkt. Da unten funktioniert das jetzt. Wie sieht es denn jetzt aus, wo wir keinen Stahl mehr produzieren? Komisch. Das ist unser Strom. Dass wir verschwinden sollten. Wenn jetzt die Verteidigung hier, die funktioniert, dass die Öfen noch ausbrennen. Ja, das geht sich aus. Dann muss ich nicht das Eisenerz transportieren. Gut. Wir hier oben auch gleich fertig sein. Türme. Und da klingt auch schon der Alarm für eine Minute bis zum Warpen. Nehme ich mal hier etwas mehr Munition raus. Yep. Die haben nichts zu lachen, aber die Gruppen werden größer, das heißt,
Es ist, wir tun gut daran, jetzt zu verschwinden. Also, bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, unten in den Kommentaren eure Meinung zu hinterlassen. Bis dann und tschüss!